Französischunterricht. Bonjour, mes amis. Hallo, Freunde. Hi. Heute erteile ich euch Unterricht in Französisch. Französisch ist so fancy und klingt einfach wunderschön. Ehrlich? Da ich quasi eine Expertin darin bin, was fancy ist, kann ich dir versichern, dass keine Sprache sonst so fancy klingt. Okay. Am Anfang beginnen wir mit ein paar leichten französischen Wörtern. Okay. Also, du triffst einen Freund oder deine Schwester bei einer Teeparty. Willst du jemanden begrüßen, sagst du? Bonjour. Das heißt Hallo auf Französisch. Bonjour. Bonjour? Ja, fast. Nochmal, es heißt Bonjour. Bonjour? Très bien. Sehr gut, Jojo. Wir arbeiten weiter daran. Also, sagen wir, bei dieser Teeparty möchtest du eine Tasse Tee. Dann sagst du eine Tasse Tee, s'il vous plaît. S'il vous plaît bedeutet bitte auf Französisch. So, du bist dran, Jojo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît? S'il vous plaît. Versuch es nachzusprechen. Oh, plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, Jojo, ja, jetzt hast du es. Also, besonders fancy sind gute Manieren. Das ist Französisch für Manieren. Und wenn dir jemand Tee einschenkt, dann sagst du merci. So sagen Franzosen nämlich Dankeschön. Merci? Nicht merci, es heißt merci. 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 Das ist es, Jojo. Du machst das hervorragend. Alles, was fancy ist, hat es verdient, dass man sich besonders anstrengt. Es gibt noch so viele schöne französische Wörter zu lernen. Das war nur ein erster Eindruck. Und wenn ihr weiter fleißig Französisch übt, werdet ihr euch schon bald très fancy anhören. Au revoir. Oh, das heißt auf Französisch auf Wiedersehen. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Schön weiter üben. Abonniere unseren Kanal für mehr Videos und schau all deine Lieblingsserien auf Disney Junior.